an einer weiteren Location angekommen. Das hier ist anscheinend ein verlassenes Hotel oder sowas in der Richtung. Ja, mit mehreren, ich würde mal sagen, Passagen oder mit mehreren Einrichtungsgegenständen bzw. Häuser. Ja, dann würde ich sagen, gehen wir noch mal los und schauen uns das Ganze mal an. Ist schon ziemlich runtergerockt, wie das aussieht. Aber gehen wir noch mal rein. Da ist jemand öfter hier. Wohnt hier jemand? Alles leer. Alle als abgezogen, alle unterhaufen. Kabeldiebe, Alter. Also auf jeden Fall waren die Kabeldiebe waren hier am Start, Alter. Und zwar hart. Hart am Start. Also übrigens, ich darf da rein, ne, falls jemand fragt. Ja. Oh. Und alle draußen bleiben. Alle draußen bleiben. Der Jens. Ja, ist auf jeden Fall schon ziemlich runter, so wie das Ganze ausschaut. Jens, was ist mit dir, Alter? Ja, ist schon ziemlich runter, überall Graffitis. Ja, ja. Ja, wie ihr sehen könnt, es ist ein sehr weitläufiges Gelände. Also hier geht es ziemlich weit rum. Das hier sind die ehemaligen Wege gewesen. Auf jeden Fall, ja, ziemlich abgerockt das Ganze. Schon so ein krasser Scheiß. Hätte ich jetzt mal gesagt, ne? Ist schon nicht ohne. Ja. Was soll man dazu sagen? Also ich glaube nicht, dass wir hier jetzt sehr viel Spektakuläres finden werden, was jetzt im Endeffekt Einrichtung betrifft oder ja, ich sag jetzt mal, was Geiles, Spektakuläres, aber das hier ist halt so ein typischer Lost Place. Ich habe leider auch keinerlei Informationen darüber, was das mal war. Also ob das jetzt eine Ferienanlage war oder ob das jetzt ein, ja, ein Hotelkomplex war oder irgendwas in der Richtung, kann ich euch leider gar nicht so genau mitteilen oder beziehungsweise euch gar nicht so genau sagen. Dann nehme ich euch halt mal mit und genießt es einfach. Also da oben am Schornstein steht Hotel. Also vermute ich mal, dass das hier eine komplette Hotelanlage war. Krass. Dann gehen wir nochmal in eins der Gebäude rein und gucken uns das Ganze doch mal an. Also ihr seht, es ist schon eine ganze Zeit lang verlassen, weil hier die ganze Farbe abblättert. Schon total runtergeranzt. Halt die Sofas, also hier werden anscheinend Big Party gefeiert. Gehe ich jetzt mal stark davon aus. Hier als Sofa und hier oben könnt ihr das lesen, Sauna. Also gehen wir noch mal in die Sauna oder in den Saunabereich, in den ehemaligen. Das hier ist der ehemalige Saunabereich. Also gab es hier anscheinend auch Saunenthemen. Natürlich obligatorisches Blick ins Klo darf nicht fehlen. Ja. Krass, krass, krass. Jens, was sagen Sie? Zu meiner Verteidigung gar nichts. Nichts? Fällt mir nichts ein. Gar nichts? Und Sie? Bei der Waschmaschine hier. Waschmaschine? Aber nur Miele. Was? Wir trinken jetzt einen Kaffee. Schwenk. Dommel.
trinkt keinen Kaffee. Hey! Ich trinke keinen Kaffee. Und dann werden wir eine obligatorische Nudel kochen. Aber nur eine? Eine. Die Nudel? Nicht vier, nicht fünf, eine. Der Jens ist wieder irgendwo verschwunden. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass der Jens irgendwo in irgendeinem Busch hier gleich rauskommt. Er ist weg. Der Jens kann jetzt mit Sicherheit schon wieder, im Endeffekt, sage ich mal, eine Karte von diesem Gebiet hier zeichnen. Eine? Der war schon wieder unterwegs hier. Kann er eine 3D-Fotografie davon machen? Ja, Jens. Harry Potter. Ist der Harry Potter des Lost Place. Hier wird die obligatorische Nudel gekocht und einer von uns ist abhanden gekommen. Was sagen Sie? Sie hatten gestern Feiertag. Wer hat Feiertag? Osten hatte gestern Feiertag. Der hatte gestern Feiertag. Halloween. Ja, und wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir einen Daumen nach oben da und abonniert den Kanal, Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst und wir sehen uns.